Italiens Regierungschef Giuseppe Conte und Chinas Präsident Xi Jinping haben ihre Zusammenarbeit beim chinesischen Megaprojekt Neue Seidenstraße offiziell besiegelt. Unterzeichnet wurde die Absichtserklärung zwischen Industrieminister Luigi Di Maio und dem chinesischen Vorsitzenden der Entwicklungs- und Reformkommission He Lingfeng. Italien ist das erste G7-Land, das sich dem umstrittenen Infrastrukturprojekt anschließt. Die milliardenschwere Kooperation umfasst mehrere Abkommen, darunter italienische Investitionen im Energie- und Stahlsektor sowie chinesische Investitionen in die Häfen von Triest und Genua. China will mit der neuen Seidenstraße neue Wirtschafts- und Handelskorridore bis nach Europa, Afrika und Lateinamerika schaffen. In der EU ist das Projekt umstritten, so sind Deutschland und Frankreich nicht dabei. Die Kritiker fürchten eine Ausweitung des chinesischen Machtbereichs. Sie beanstanden mangelnde Transparenz und ungleiche Wettbewerbsbedingungen.